Gottlieb Suhne mietete sich in Heresau ein, am heutigen Standort des Unternehmens. Das Haus ist noch Zeuge und ersichtlicher Grundstein der späteren Suhne & Co. AG Heresau. 1882 entstand davon unabhängig im Pfäffikon im Zürcher Oberland die spätere Aktiengesellschaft R&E Huber. Der Blick in die Geschichte zeigt, dass sich beide Unternehmen praktisch synchron entwickelt haben. Beide Betriebe, ursprünglich im Textilbereich tätig, stellten gegen Ende des 19. Jahrhunderts um und wandten sich der Herstellung elektrischer Leiter zu. In diese Zeit fällt auch der weltweit beginnende Siegeszug der Elektrizität. Obwohl Gottlieb Suhne und Rudolf Huber nicht Elektrofachleute waren, hatten sie den Weitblick, sich dieser neuen Technik zuzuwenden. Für die ständig wachsende Produktion isolierter Drähte und Kabel wurden mehr und mehr auch Gummi- und Gummimischungen benötigt. In beiden Unternehmen wurden deshalb eigentliche Gummiwerke aufgebaut. In Pfäffikon wurde dann übrigens auch bis Mitte dieses Jahrhunderts der weltberühmte Pallas-Pneu fabriziert. Neben den elektrischen Leitern wurde bald eine breite Palette von technischen Produkten aus Hart- und Weichgummi hergestellt. Unter anderem auch Auskleidungen und Walzenüberzüge. Kein Wunder, dass in der sich ständig entwickelnden Werkstofftechnik 1928 in Heresau auch ein eigenes, neues Kunststoffpresswerk auf die Beine gestellt wurde. Denn vor allem in der Kabelfabrikation traten Kunststoffe mehr und mehr an die Stelle des Kautschuks. Wie gesagt, die beiden im 19. Jahrhundert gegründeten Betriebe entwickelten sich fast parallel. Um 1960 überschnitten sich die Produkte sogar um mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes.